Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gült. Ja, anscheinend hat er diesen Bereich auch wieder zurückgesetzt, weil ich ja wieder rausgegangen bin. Und mit dem Speichern, das ist ja anscheinend etwas seltsam, aber nicht schlimm. Dann entdecken wir die Taschenlampe Was? nochmal neu. Meine alte Taschenlampe. Die gab ich vor langer Zeit Emily. So, dann machen wir dich an. Zielen und bam. Hat geklappt. Ja, cool. Ich glaube aber sonst konnte man, das machen wir mal auch, sonst konnte man, meine ich, hier im Raum nichts mehr finden, ne? Nö. Das Einzige, was ich jetzt gerade nicht mehr weiß, wo sind wir jetzt? Achso, hier sind wir, genau. Wenn wir da durchgehen, habe ich keine Ahnung, wo wir rauskommen. Vielleicht in der Cafeteria oder in der Bibliothek. Wer sich wundert, warum sich meine Stimme ein bisschen rau anhört, es tut mir leid. Ich habe heute leider nur die Möglichkeit, recht früh aufzunehmen. Und da ist meine Stimme morgens irgendwie ziemlich im Eimer. Ich weiß auch nicht warum. Ah, Moment, hier liegt noch was. Ah. Sammle Batterien, um die Taschenlampe wieder aufzuladen. Ich denke, die muss man nicht aufladen. Stand das da nicht? Wo sind wir denn jetzt hier? Oh, ich habe es geahnt. In der Bibliothek. Das heißt, geradeaus rechts ist eine Tür. Da müssen wir dann theoretisch raus. Das Problem ist, da kommen wir eigentlich nicht raus, oder? Weil der Typ doch da mitten im Weg steht, meine ich. Oder? Nee, Moment, an denen sind wir vorbeigeschlichen. Die Lampe hat das Auge verbrannt. Vielleicht klappt das auch bei den anderen. Monster lassen sich an manche Stellen durch den Strahl der Taschenlampe verwunden. Halte LT gedrückt, um zu zielen mit der Zielhilfe. Ja, muss ich das denn oder kann ich einfach um den rumschleichen vielleicht? Ich würde es gerne mal ausprobieren, erstmal mit vorbeischleichen. Obwohl, ich muss die Tür erstmal öffnen, ne? Ach du Schande. Okay. Das geht doch so. Oh Gott. Sprinte, um den Angriffen auszuweichen. Ich weiß nicht, ob der mich jetzt angreifen will. Habe ich mich jetzt erschrocken. Oh, Scheiße, wo kommt der jetzt auf einmal her? Da müssen wir aber auf jeden Fall hin. Oh, fuck. Wieso kommen die neu? Wieso geht der dahin? Oh mein Gott. Das Problem ist, der ist jetzt genau da, weil jetzt, wo wir die Taschenlampe haben, wollte ich nochmal zum Zimmer 102 ist das, glaube ich, weil da war ja noch ein Stein. Wieso haben wir da eigentlich noch einen Inhalator oben stehen? Oh, da war auch einer in der Bibliothek. Mist, den habe ich übersehen. Aber wieso haben wir jetzt da einen, wo wir drin gewesen sind? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich würde halt schon gerne. Ich hoffe, ich habe so viele Aufladungen. Weil, wenn nicht, das wäre blöd. Muss ich die jetzt alle hier kaputt machen? Nein, falsche Taste. So, er steht jetzt da. Das Problem ist, ah ja, doch, jetzt ziehen sie sich zusammen. Ah, da unten sehe ich, glaube ich, auch meinen Akku, ne? Das Grüne. Nehme ich an. Der steht jetzt da so blöd. Ich würde gerne zum Klassenzimmer. Ich weiß aber nicht, ob der sich dann genau in dem Moment umdreht.
Wahrscheinlich dreht er sich erst dann um und folgt mir, wenn ich da hingegangen bin oder sowas. Das wäre natürlich... Oh, das wäre jetzt das Beschissenste, was passieren könnte. Ah, ich verstehe. Dafür ist jetzt das Ding hier. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich hoffe nur, hier ist kein neuer. Oh Gott. Okay. Frage ist, haben wir überhaupt so viel Akku, dass wir das hier frei machen können? Reicht das, wenn ich eine Seite mache? Wahrscheinlich nicht, oder? Na. Das sieht schlecht aus. Ich glaube, ich muss wirklich alle machen. Okay. Nein. Och, ich will die mal mit der anderen Tasche, mit der anderen wegstecken. Aber die eine ist da noch dran gekoppelt, oder? Moment, dann machen wir das noch hier. Hier war doch auch noch eine. Ah ja, ja, ja. Das gehört nämlich alles zusammen, wusste ich es doch. Das nehme ich mit. So einen Stein habe ich noch nie gesehen. Er pulsiert wie ein Herz und mehr dürfen wir darüber nicht wissen. Okay. oh Gott, wo ist der eine jetzt? Wo ist der eine jetzt? Gerade jetzt sind die Autos draußen auch noch so laut. Oh, der steht noch da, der steht noch da. Bleib schön da stehen, liebes nettes Monster. Okay, er bleibt stehen. Sehr schön. Oh Gott. Auf geht's nach oben. Oder auch nicht, so wie es aussieht. Was ist denn hier passiert? Moment, können wir hier was sehen? Zum zweiten Stock hinten durch. Wahrscheinlich müssen wir auch noch zur Cafeteria oder so. Da können wir auf jeden Fall nicht hoch. Emily? Sie ist oben, aber... Wie komme ich da rauf? Fuck! Ich dachte gerade hinter mir ist was. Oh. Leute! Ernsthaft! Scheiße, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich denke mal, wir müssen durch die Cafeteria. Es war so laut, ich dachte, das Viech kommt jetzt direkt von hinter mir oder sowas. Aber... Achso, da kann nichts sein. Das sieht alles so abgebrannt aus. Monster. Ich hoffe, es sieht mich nicht. Jetzt weiß ich, warum das so abgebrannt aussieht. Scheiße. Wo müssen wir denn... Achso, da ist die Tür. Also schräg rechts geradeaus. Genau da, wo die alle stehen. Ja, nichts leichter als das. Wieso hat sich meine Taschenlampe eigentlich aufgebaut? Ach nee, wir haben ja das gefunden. Ja, ja. Okay. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Also, ich sehe jetzt so auf Anhieb gerade nichts, was ich jetzt... Da hinten ist noch was zum Einsammeln. Ich sehe jetzt aber gerade nichts, wo ich hier das Ding ausschalten kann. Die Frage ist, muss ich hier vorne rum? Super! Ja. Ich weiß, dass wir die damit teilweise stunnen können, aber...
dreh dich mal wieder schön um. Ja, das meine ich. Da werden wir uns auf jeden Fall verletzen, wenn wir da rumgehen. Aber an dem kommen wir doch nicht vorbei. Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Mit Hilfe der Taschenlampe kannst du auf der Stelle Monster ausschalten. Schleich dich hinter die Monster und drücke A. Mit der Taschenlampe? Also wenn die an ist oder nur A drücken? Aber... jetzt der Ausgang? Moment. Wieso bin ich jetzt auf der anderen Seite? Nein! Oh Gott, der ist da. Nein, ich bin voll. Warum bin ich voll? Naja, der sieht mich, wenn ich da rausgehe, ne? Das Problem ist, wenn ich den jetzt angreife, kriegen die anderen das auch mit, oder? Das Problem ist, wenn ich rausgehe, kriegt er das natürlich auch mit. Komm, dreh dich nochmal um. Oh, cool. Cool. Besiege ein Monster mit einem unheimlichen Angriff, oder was stand da gerade? Oh, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Scheiße! Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Zuerst gesehen. So, ich warte jetzt aber trotzdem noch mal kurz, bis der sich noch mal umdreht. Oh Gott. Ich finde solche Schleichspiele manchmal echt schlimmer als Horrorspiele, weil man nie weiß, ob man erwischt wird. Oh, geschafft. Aber Emily ist noch da drin. Was mache ich jetzt? Die Leiter. Wenn ich durchs Fenster klettere, sieht mich das Monster nicht. Zum Feuerwehrwagen gehen. Das ist auf der anderen Seite. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Wir sind da. Wir müssen einmal um den Parkplatz rum. Hört sich ja mal nicht so schlecht an. Aber ich befürchte, das wird noch sehr schlecht werden. Da kommen wir da durch oder nicht? Da ist alles so offen. Müssen wir jetzt da durch? Ja. Und da ist sogar noch ein Inhalator. Ach, gucke mal, den habe ich gar nicht gesehen. Kann ich aber auch nicht nehmen. Na gut. Wo willst du denn hin? Was? Moment. Wer sind Sie? Hast du nicht etwas vergessen? Ich brauche Hilfe. In der Schule sind lauter Monster. Und die... Du musst Emily finden. Sie ist der Schlüssel zu diesem Albtraum. Das ergibt keinen Sinn. Was? Woher kennen Sie Emily? Was wissen Sie darüber? Keine Zeit zum Schwatzen, Kleine. Deine Cousine braucht dich jetzt. Ich versuche ja, ihr zu helfen. Ich habe sie im ersten Stock gehört. Die Leiter da. Da wollte ich hochklettern. Gut. Hey, halt! Können Sie mir nicht? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Gehen Sie nicht! Ist der Mann. Er ist direkt vor mir verschwunden. Ja, ich habe heute schon Seltsameres gesehen. Aber er wirkte ganz menschlich. Was soll ich davon halten? Das frage ich mich auch gerade. Das und wie wir dahin... und was uns sich
noch in den Weg stellen wird. Moment, können wir da... Okay, da können wir nicht rum. Können wir irgendwo hier hochklettern? Nee, oder? Ja, bringt uns auch nichts, wenn wir... Selbst wenn wir da hochklettern könnten. Wir haben aber doch sonst nichts, wo wir hin können, oder? Moment, da können wir noch rum. Oder auch nicht. Okay. Obwohl, ach so, Moment. Können wir über die Bretter? Das, Moment, das habe ich eh voll, ne? Die Taschenlampe. Braucht man da gar nicht rüber zu schleichen. So. Neu. Was bleibe besser auf Abstand. Oh mein Gott. Die teleportieren sich ja überall hin. Man weiß ja gar nicht, wo die hinkommen. Ach du Scheiße. Wollt ihr mich denn veräppeln? Und worauf reagieren die? Kannst du einfach mal in der Hocke bleiben, Mädel? Mein Gott. Worauf reagieren die? Ach, hier ist gar keine Karte. Reagieren die auf... Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Auf, Licht? Reagieren die auf Bewegung? Weil der scheint mich ja irgendwie registriert zu haben. Oder warum hat der jetzt gerade geschrien? Ich bin mir nicht sicher. Das ist verrückt. Ich sollte Hilfe suchen. Das finde ich aber auch. Moment, wo kommen wir hier hoch? Ist hier unten noch irgendwas? Ach so, ja, wir können das ja nicht auf der Karte sehen. Noch irgendwas, was wir holen oder drücken müssen? Das da hinten können wir gerade nicht holen. Probier es nochmal. Aber, oh, jetzt doch. Hä? Wieso konnte ich die jetzt holen? Oben das? Hatten wir doch nicht holen können, weil wir voll waren. Jetzt bin ich verwirrt. Na gut. Nehmen wir mal einfach mit. Okay. Wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind da unten. Da oben müssen wir hin. Das heißt, ich vermute mal durch die Tankstelle und dann diesen schmalen Gang. Also quasi da in der Richtung. Aber wie komme ich da durch? Sind das die Viecher, die ich gerade höre? Oh Gott. Bin ich jetzt hier auf der anderen Seite vom Auto? Nee, das sind nicht die Kabel. Da komme ich aber auch nicht rein, oder? Ich bin mir nicht sicher. Kann ich das... Ach so, mit A kann ich zoomen. Ah. Weil der beim Auto, der hatte mir... Also der zeigt mir hier an, dass das offen ist. Aber beim Auto konnte ich doch nicht durch. Oder konnte ich das einfach öffnen? Moment. Können wir mal ausprobieren, ob wir das hier schieben können oder so. Ah! Die Tür öffnet automatisch. Nicht A. Oh, da hinten also ist muss es einen Schalter dazu geben. Oh. Sag mir jetzt nur nicht, dass der Schalter jetzt unten war. Weil da hatte ich nämlich sowas wie einen Schalter gesehen. Aber es wäre unlogisch, wenn der Schalter jetzt hier oben irgendwo wäre, oder? Ich schaue mich trotzdem mal ein bisschen um. Da können wir noch hoch. Aha. Ah ja, okay, da können wir wieder... Ich wollte gerade sagen, wir können zwar hier rüber, aber kommen wir dann auch wieder zurück? Das ist die große Frage. Da in der Ecke ist nichts. Da ist noch ein Stein. Ein Stein, ein Stein, ein Stein. Stein, 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 Stein. Gut, dass wir hier geguckt haben. So, da sind wir eben runtergelaufen, auf der Seite. Ja, aber wir sind jetzt quasi nur wegen dem Stein hier.
Okay, hier war ja eigentlich soweit nichts, ne? Da kann ich ja... Also entweder müssen wir jetzt wieder nach unten. Ich weiß nicht, ob die mich da sehen können. Entweder müssen wir jetzt wieder nach unten oder wir müssen hier irgendwo. Links ist was Gelbes. Ich kann es nicht nehmen. Wieso kann ich das nicht? Jetzt. Yes. Aber ich darf es trotzdem nicht nehmen. Na gut. Kommen wir hier durch. Das Ding lädt sich im Licht der Taschenlampe auf. So. Okay. Muss ich das mit einem Superboost machen? Wahrscheinlich, ne? Na, es war so klar. Es war so klar. Ich wusste, es hat seinen Grund, weshalb die Dinge hier sind. Oh. Ich dachte gerade schon, Monster hat das aufgemacht. Aber ja, stimmt ja. Da stand ja, dass das automatisch aufgeht. So, die Frage ist jetzt... Nein! Sag mir jetzt nicht, wir müssen... Ach du Scheiße, das ist jetzt nicht dein Ernst, dass wir da jetzt rüberlaufen müssen? Ja, und wenn ich das nicht schaffe und meine Taschenlampe ausgeht, was dann? Wollt ihr mich veräppeln? Das ist nicht euer Ernst. Ach du Schande. Gerade in solchen Sachen bin ich ja überhaupt nicht gut. Wenn irgendwas auf Zeit ist. Oh, das ist nicht dein Ernst. Oh, oh, oh. Verlasse den Schulhof. Ja, Hindernis gemeistert. Die Frage ist, drehen die Viecher sich um? Laufen die so rum wie die anderen? Oder hält es nicht meins? Also laufen wahrscheinlich nicht. Die teleportieren sich ja, ne? Aber das ist die Frage. Moment, ich kann da hoch. Ich muss aber eigentlich auf die gegenüberliegende Seite. Die sind überall. Bitte seht mich nicht, bitte seht mich nicht, bitte seht mich nicht. Das sind schon drei. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Halt die Klappe. Wo kommt der jetzt her? Das war ein LKW. Der hat mich jetzt wahrscheinlich sogar noch mehr erschreckt wie die Viecher. Guck in die andere Richtung. Guck in die andere Richtung. Oh mein Gott. Solange sie auf das hören, was ich sage, ist alles gut. Ach du Scheiße, da sind auch zwei. Da ist auch noch so ein anderes. Oh. Ich denke mal, die kann man wahrscheinlich nicht so einfach kaputt machen, ne? Ich muss weiter links. Eigentlich müssten, ja, entweder an den Dreien vorbei oder irgendwie an den Zweien hier vorbei. Die Frage ist, wie? Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob der eine mich sieht, wenn ich da durch die Mitte gehe. Kann ich da überhaupt durchgehen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich habe gerade richtig Schiss, dass der mich sieht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Lauf, 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 lauf. Das ist aber noch so lang. Oh, oh, oh. Scheiße. Bin ich überhaupt richtig? Hinten rechts muss ich rum. Oh, sag mir bitte, dass ich da rumkomme. 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 Lauf, 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 lauf.
bin hier nicht, ich bin hier nicht, ich bin hier nicht, ich bin hier nicht. Der folgt mir jetzt gerade nicht ernsthaft so weit, oder? Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Moment, da muss ich rum, ja. Ich sehe gerade da hinten noch so ein Viech. Hab ich mich jetzt erschrocken? Dennis weg, ne? Wie war das? Anschleichen A? Oh! Aber nicht, wenn da gerade noch einer kommt. Oh, scheiße. Oh, das wäre mein Ende gewesen. Das wäre mein Ende gewesen. Oh, sag mir bitte, dass das reicht. Heilen kann. Scheiße. Y, ne? Y. Heil dich! Nein, die schleichen. Warum heilt sie sich nicht? Ich weiß nicht, warum die sich nicht halten. Keine Ahnung. Y, ach so, oder gedrückt halten. Oh, das wäre jetzt doof. Nein, jetzt bin ich hier nicht ernsthaft wieder am Anfang. Och, Leute. Aber das war jetzt echt doof, weil ich habe gar kein richtiges Zeitfenster, den zu ermorden. Das war jetzt richtig doof. Ich muss aber zugeben, das war jetzt etwas viel für meine Nerven. Zumal das jetzt auch gerade mit Y nicht so richtig funktioniert hat. Ja, halt doch mal die Klappe. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier, da wir so schön gestorben sind. Ich mache erstmal kurz Pause, damit hier nicht irgendwas kommt. Mache ich jetzt hier nochmal einen kleinen Cut. Ich gucke nochmal bei den Optionen nach, bevor ich weiter aufnehme. Wie ich heilen kann. Aber es war Y. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Aber es kann sein, dass ich das gedrückt halten musste. Also es war jetzt echt doof, weil wenn ich mich hätte heilen können... Aber der hat sich raus teleportiert. Das fand ich auch so komisch, ne? Das waren ja eigentlich die, die sich nicht teleportieren können. Soweit ich das verstanden habe, können sich nur diese Vögel, vogelartigen Viecher teleportieren. Und das waren ja die mit dem Kopf, der so auf dem Kopf halt stand. Ja, ist ja gut, Controller. Alles ist in Ordnung. Ich halte keine lange Reden. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, ich mache erstmal hier einen kleinen Cut, beruhige mich mal und dann versuchen wir es in der nächsten Folge nochmal. Ich schätze mal, das wird dann ein fröhliches Sterben in der nächsten Folge werden. Auweia. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.